Und da sind wir auch schon wieder bei einer weiteren Folge Argeras Generations of War. Weiter geht's auf dem Weg Richtung... ja, zu diesem Tor da unten. Mit neuen Gegnern, wie wir gesehen haben. Und neuen... Überraschungen. So. Die Frau ist zumindest nicht aggressiv. Die Frau da oben, Elaine, kann gerade irgendwie nicht viel, also... Oh, die Gegner haben aber ziemlich viele Kombis jetzt zusammen. Ich meine, wenn ich mal gucke... Ja, okay, die mit dem und die mit dem. Und die ist nur vor dem, deswegen... Slime oder... Mumie? Na, machen wir lieber einen Slime fertig. Die könnten sogar beides, die könnten zwei Broken Hits machen, wenn sie genug AP hätte. So, dann kommen wir erstmal mit einem Blast, dann das. Nein. Erst kommt das. Dann, dann machen wir dieses. So, Double Power. Greift den Blob an. Ja, das müsste lang für den Blob. Ich gehe davon aus, dass das... Na, Overkill wäre vielleicht zu viel. Aber es tut auf jeden... Es tötet auf jeden Fall, da bin ich mir eigentlich sicher. Wenn er nicht die ganze Zeit verfehlt. So. Meine Herren, aber so bilden sich immer wieder neue Ketten, deswegen kann ich immer wieder neu angreifen. So, Power Attack jetzt aber. Meine Fresse, in der ersten Runde nichts zu killen, ist ja schon fast... erbärmlich. So. Schlaf. Kann er denn einmal tun, was man will? Ach, doch, Vitalität ab. Die haut den Stab in ihn rein. Aber macht nicht wirklich Schaden. Die Frau hat ein Schild, aber trotzdem bringt das nicht viel. Der hat nur ein fettes Schwert und das verteidigt sich damit besser als die mit einem Schild. Was soll denn das? Ah, da steht der. Ah, das habe ich jetzt lange nicht erkannt. So. So. Gut, das war mein Handy. Dass ich mal wieder melden wollte. Aber nur weil es das kann. Aus keinem anderen Grund. Okay. Die da hinten. Na, dann komm, dann machen wir da weiter. Die Mumie. Die kriegt halt... So. Wir müssen einen Break verursachen. Das bedeutet... so. Doch Power Attack und da Double Edge. Dann Sonic Wave. Blast nochmal. Dann Rush. Ticket.
So, mit der Kombi müsste ich sie aber umbringen. Sogar noch mit Break wahrscheinlich beim Holy Mist. So. Natürlich der letzte Mist auch noch. Ah, so kurz vorm Break. Na endlich. Jetzt ist ja aber Geschichte. Dass ich dafür das ganze Team brauche, nur um einen zu erledigen, ist schon fast, grenzt schon an... Ja, an Übertreibung. So, heilen. Arigato! So, erstmal Standby-Modus. Ziehen. Oh. Ich denke mal, das ist Eisniedel und Eisniedel oder so. Der braucht auch langsam Heilung. Power Attack mit der Kopf zu Mama. Nochmal bei F-Spike. Ja, so gut, dass ich sie geheilt habe. Das wird jetzt Geschichte. Power Attack. So, hier. Mist. Toll. Einmal darfst du normal zuschlagen und dann hat er Mist. Okay. So. So. So bleiben. Die ist nicht drin. So. Okay. Ja, das ist doch die perfekte Stellung. Dann machen wir mal Devil Blade und das. Ja, mehr brauchen wir wahrscheinlich nicht. Hoffe ich mal. Ach nee, ich hab vergessen, die sind total defensiv. Naja, aber normalerweise mit dem. Die haben so viel HP, das ist kriminell. Okay. Er hat... So. Das muss jetzt aber lang. Und weg. So, damit hat er es geschafft. Für Bandagen. So, und sie kann da nichts machen. Natürlich verfehlt. Warum auch nicht? So. Und gleich noch ein Zauber los. Endlich hat sie auch mal was umgehauen. So. Zum Glück heilt die sich, sonst wäre ich irgendwie ein bisschen verloren. Und wieder der Stab, der von oben irgendwie kommt. Aber für 20 und 22 Schaden ist es... naja.
Okay. Dann jetzt mal Butter bei die Fische. So. Jetzt haben wir sie eingekesselt. Aber ich gehe davon aus, dass wenn sie... Na, dann machen wir das. Ja. Was kann sie denn noch? Eine Power Attack und eine Double Edge. Das hinterher. Das dürfte aber eigentlich reichen, obwohl ich ja nicht wirklich weiß, was Ruin... Ach, lässt sie einfach mal weg. Plus Int, plus minus Int und... Mess. Grimoire. Stand by. Tja, ich erreich's nicht damit. Damit auch nicht. So, jetzt aber. Flame Mist. So, Power Attack. So, dann machen wir es so. Ah, aber der Flame ist bringt schon gut um. Stärke und Int geht also runter. Bei dem perfekt gegen Bosse, die physisch stark sind. Sollte ich mir merken. Natürlich verfehlt er. Und sie verschwindet allein. Und haut dann noch so ein dickes Ding raus. Grimoire. Na, die TP wurden nicht erhöht. Hätte ich auf 30 gehen müssen, aber ich habe Level Up. Yay! Und das bei unseren Anfangshelden, wie es aussieht, ja. Bei den ersten dreien. Oh, er kriegt HP dazu, wie es aussieht. Weil, ja, die Zahl hier in Rot ist. Und was haben wir hier? Agi hat nichts erhöht. Ah. Also das ist zumindest mal ein Wert, den ich erhöhen will. Stärke natürlich. Kann ich mir die restlichen eigentlich aufbewahren? Ach, ich teste einfach mal. Ich bin sicher, dass ich finishen will. Wir haben also 2 Punkte über bei ihm. Er kriegt nochmal einen totalen Vitalitätsboost. ja, Verteidigung steigt. Ein bisschen mehr Geschick und Stärke. Und dann haben wir's. Ja, Intelligenz steigt noch mehr. Das erreicht ja fast schon den Siedepunkt. So. Die magische Verteidigung ist gut. Normale Verteidigung steigt langsam auch. Und HP sind auch auf dem Weg der Besserung. Ist doch super. So, das ist dann mal eine etwas kürzere Folge, mal wieder. Außer wir gucken mal noch rein, ob wir irgendwo was Gescheites kaufen können. Nee. Vielleicht können wir auch jetzt mit dem neuen Zeug was schmieden. Silver Bullion kann man höchstens machen. Shell. Da ist Bandage. Das ist zumindest jetzt drin beim Holy Symbol. Slime Jelly. Ja, das ist hier. Powder of Pixie. Aber da brauche ich auch noch eine Rack Rope. Body of Earth. Body of Wind. Hm.
Skill Res... Ah, hier kann ich die Skills nach... holen. Deal und Refresh. Aber ich brauch... Was brauche ich denn? Irgendwas, was ich noch nicht habe. Hier, Accuracy Gain. Das müsste doch super sein für mich. Thunder Skill. Increase the Accuracy of the Target. Also, die Genauigkeit erhöhen. Break 0. Und dazu brauche ich Blind Guard und Shell Bracelet. Mal sehen. Armor. Oh, Blind Guard kann ich sogar anfertigen. Super, machen wir. An Enchantment will resist Blinding Spells. Ja, jetzt habe ich das und Binding Shell war, glaube ich, das nächste, oder? Ja, jetzt bin ich gerade dabei, irgendwas zu machen, also hör auf zu piepsen. Blind Guard und Shell Bracelet war's. Das kann ich, glaube ich, sogar auch schon machen. Da ist es zumindest. Dazu brauche ich Crab Shell und Bone Plate. Tja. Seltsamerweise habe ich keine Crab Shell. Wobei ich so viele Krabben doch fertig gemacht habe. Vielleicht habe ich keine von denen jemals gebreakt. Overkilled. Naja, wie auch immer. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.